Phonic Project entstand in den 60er Jahren, genau genommen 1967, sprach mich ein Dirigent an, ob ich nicht mal Lust hätte, mit dem tollen Orchester und ihm als Dirigenten in meinem Quartett zu musizieren. Und dann, naja gut, dachte ich mir, das ist ein netter Gedanke, aber wir haben gar kein Material. Es gab ja gar nicht so viele Stücke, die man hätte aufführen können, also mit großem Orchester. Da habe ich mich einfach hingesetzt und habe dann mein Werk geschrieben, das Jazz Concertino. Und wir hatten dann relativ bald, innerhalb von 3-4 Monaten, hatten wir dann eine Uraufführung dieses Werkes und Werner Andreas Albert, dem Dirigenten. Das ist sowieso für einen Jazzmusiker ein besonderes Event und auch Erlebnis, wenn man mit Musikern, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, musiziert und feststellt, wie die auch an dem Jazz Freude haben. Und die spielen natürlich normalerweise Klassikrepertoire und dieses Jazzmäßige war denen im Grunde genommen fast neu. Also insofern hat mich das sehr inspiriert, auch diese Zusammenarbeit. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Das Boot-Projekt entstand eigentlich 1973, mich ein Regisseur namens Wolfgang Petersen anrief. Der hatte gerade einen Film abgedreht, damals schon mit Jürgen Prochnow. Einer von uns beiden hieß der, war eine Art Krimi. Und ob ich nicht Lust hätte, für ihn Musik zu machen. Der hatte von mir gehört, hatte auch mitgekriegt, dass ich die Tatort-Titelmusik komponiert hatte und wollte mich für sein Projekt haben. Gut, dann habe ich dann die Musik komponiert, produziert, aufgenommen und es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit von vornherein. Und dann folgten ein paar andere Filme in den 70er Jahren und das steigerte sich dann bis 1981. Der Auftrag kam zur Filmmusik, zu Das Boot und danach zur Unendlichen Geschichte.